Und ein Tag in der Stadt. Von Hans Adolf Halbey. Ein Wecker rasselt. Eine Teekanne zischt. Ein Regenguss prasselt. Eine Putzfrau wischt. Ein Briefkasten klappert. Ein Baby schreit. Eine Nachbarin plappert. Und ganz weit quietscht eine Bahn in den Schienen. So kommt ein Tag in die Stadt. Im Dämmerlicht um 6:30 in die Stadt, die geschlafen hat.